unsere Zeit in Yei neigt sich dem Ende zu und wir sind schon hier an der Busstation und warten jetzt auf unseren Bus nach Molmain. Das Busticket kostet pro Person 3000 Jat. Das hier ist unser Bus. Endlich mal einen großen erwischt. Yay, wir freuen uns. Ja, wir sind gut in Molmain angekommen. Die Fahrt war mega entspannt im Vergleich zu den restlichen Fahrten, was wir bis jetzt so erlebt haben. Mit dem großen Bus, nur 3,5 Stunden, einwandfrei, purer Luxus quasi. Ja, wir haben uns jetzt einen Roller in unserer Unterkunft geschnappt und erkunden ein bisschen die Gegend. Und hier im Hintergrund siehst du die Schwäner Taum Pagode. Die liegt relativ weit oben auf einem Hügel. Und es sind einige Stufen, die du hier hochlaufen musst. Ich werde die gleich mal zählen, wenn wir runtergehen. Ich habe gezählt, es sind genau 200 Stufen. Und wenn du die in der Mittagssonne hier hochläufst, dann weißt du, was du getan hast. Circa 25 Minuten mit dem Roller aus Molmain raus befindet sich dieser Berg hier im Hintergrund. Du kannst auf jeden Fall auch hochlaufen, aber das werden wir jetzt nicht tun. Ich glaube, das wäre ziemlich hart. Aber vielleicht kriegen wir mit der Drohne eine schöne Aufnahme von oben. Circa 20 Minuten von Molmain entfernt liegt auch der größte liegende Buddha der Welt. Echt Wahnsinn. Da fehlen einem die Worte. 180 Meter lang soll er sein. Und direkt gegenüber wird gerade an einem weiteren gebaut, der mindestens genauso groß werden wird. Ja. Echt verrückt, ey. Hinter uns siehst du die Cave Tanlan Pagode. Von hier aus hast du einen wunderbaren Blick auf den Sonnenuntergang und auf den Sonnenaufgang. Also entweder ganz früh hier sein oder am späten Nachmittag und dann kannst du den Sonnenuntergang ganz toll genießen. Wir sind hier in Molmain. Molmain oder so. Wir sind hier in Molmain auf dem Nachtmarkt. Es ist hauptsächlich ein Essensmarkt
Bis jetzt gibt es hier ja, das, was es in jedem asiatischen Markt irgendwie gibt. Falls wir was Extravagantes entdecken sollten, werden wir das natürlich zeigen. Kommen wir erstmal wieder zu unseren Ausgaben in Mulmain. Wir waren insgesamt mit Anreise und Abreise 4 Tage dort, haben 151 Euro ausgegeben, macht im Schnitt 38 Euro. Ja, liegen wir voll in unserem Budget und Myanmar ist einfach mega geil und mega günstig fürs Reisen. Ja, Fazit über Mulmain. War jetzt nicht schlecht. Aber der Süden hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Ja, es gab sehr viel zu sehen, viele Pagoden, fast schon zu viel. Irgendwann weißt du gar nicht mehr, welche hast du jetzt gesehen, welche hast du nicht gesehen. Aber trotzdem alles sehr, sehr schön natürlich. Menschen auch super geil drauf. Wir waren insgesamt 4 Tage dort mit Anreise, Abreise. Aber haben auch einen Tagesausflug nach Pa An gemacht. Und was wir alles in Pa An so entdeckt haben, zeigen wir im nächsten Vlog. An dieser Stelle auch auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die fleißigen Kommentare, liken, abonnieren, dass ihr uns guckt. Freut uns, wenn es euch gefällt. Ja, und wir sehen uns dann im Vlog Nummer 16 in Pa An.